Herzlich willkommen zurück auf Der Titan. Liebe Leute, es war lange Zeit ruhig auf meinem Kanal, aber das hat jetzt zum Glück ein Ende und wir starten wieder mit frischen Videos rund um die RMS Titanic. Euch wird aufgefallen sein, dass seit den ersten Videos etwas Zeit vergangen ist. Ich hatte den Kanal vor ziemlich genau 3 Jahren gestartet und wie das manchmal im Leben so kommt, ergeben sich viele Dinge, die einen dann von YouTube abhalten können. Aber jetzt in 2022 starten wir wieder ganz frisch durch. Und euch wird auch aufgefallen sein, dass es ein neues Intro gibt, passend zu einem kleinen Neuanfang. Also ihr Lieben, es ist Zeit für viel Titanic-Content und dabei hoffe ich, dass ich euch ein wenig unterhalten kann und wir uns dann gemeinsam der Geschichte der Titanic widmen können. Mit dem heutigen Video starte ich eine neue Reihe, in der es um die Menschen auf der RMS Titanic geht und mit dieser Folge möchte ich mich mit euch über 2 ganz besondere Passagiere der Titanic unterhalten, die mich und viele andere Menschen durch ihre Geschichte besonders gerührt haben, Ida und Isidor Strauss. Die Eheleute Strauss waren mitunter das bekannteste Paar auf der Titanic und neben der Darstellung in James Camerons Film haben sie Einzug in die Popkultur gefunden. Ihre ganz besondere Geschichte möchte ich mit euch heute ergründen und wir bewegen uns jetzt wie gewohnt einige Jahre zurück und starten ganz am Anfang. Es ist das Jahr 1845. In Otterberg bei Kaiserslautern, damals noch Teil vom Königreich Bayern, kommt am 24. März Isidor Strauss auf die Welt. Sein Vater ist der Geschäftsmann Lazarus, seine Mutter ist Sarah Strauss. Gemeinsam mit seinen 3 Geschwistern Hermine, Nathan und Oscar wandert der damals 8-jährige Isidor nach Talbotton in Georgia in die USA aus. Dort eröffnet Vater Lazarus ein Geschäft. Schauen wir uns parallel die Geschichte seiner Ida an. Ida wurde 1849 in Worms in Rheinland-Pfalz geboren. Die Pfalz gehörte damals ebenfalls zum Königreich Bayern, ihren Isidor sollte sie aber tausende Kilometer weiter kennenlernen. Ihre Eltern waren Nathan und Wilhelmine Blüm. Idas voller Name war allerdings Rosalie Ida. Ida hatte insgesamt 6 Geschwister. Amanda, Elias Nathan, Louis, Augusta Carolina, Moritz und Abraham. Die Spuren der Familie Blüm finden sich heute noch auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms. Wann die Familie Blüm genau in die USA auswanderte, ist bis heute nicht gesichert. 1871 heiratet Isidor dann seine geliebte Ida. Die Beziehung zwischen den beiden wird als sehr innig und vertrauensvoll beschrieben. 1874 ist Isidor inzwischen 29 Jahre alt und übernimmt die Geschirrabteilung vom R.H. Macy in New York. 1888 schließt er sich mit seinem Bruder Nathan zusammen und wird dann Teilhaber des Kaufhauses. Ida und Isidor haben 7 Kinder, die zwischen 1872 und 1886 geboren werden. Eines dieser Kinder, Clarence Elias, starb jedoch leider schon im Kindesalter. Im Jahr 1896 übernehmen Isidor und sein Bruder Nathan das R.H. Macy nun endgültig, was Isidor zu einem wohlhabenden und angesehenen Geschäftsmann in New York macht. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und landet in der Politik. Vom Januar 1894 bis März 1895 diente er als Kongressabgeordneter für die Demokraten, gewann Sonderwahlen zum New York City Controller, lehnte sogar zahlreiche Positionsangebote ab und war im Vorstand verschiedenster Trust Companies, die er mit anderen Größen wie Cornelius Vanderbilt oder William Rockefeller leitete. Dabei immer an seiner Seite Ida. Die Strauss-Familie hat bis heute in den USA einen guten Ruf. Isidor war bekannt dafür, seine Angestellten hervorragend zu behandeln und war vielleicht einer der ersten Chefs, der das Wort Work-Life-Balance wortwörtlich nahm. Als Mitarbeiter genoss man Vorzüge wie Fitnessräume, Bäder oder Bibliotheken. Aber auch karitativ waren die Eheleute Strauss immer engagiert. So gab es regelmäßig Unterstützung für jüdische Einrichtungen in den USA, Deutschland oder Palästina. Seine Verbindung in die Heimat Otterberg hielt Isidor auch immer aufrecht, indem er die jüdische Gemeinde immer wieder mit Geldspenden versorgte. Wir kommen nun im April 1912 an. Ida und Isidor sind mit ihrer Enkelin Beatrice auf dem Weg nach Europa. Gebucht haben sie das deutsche Passagierschiff Amerika, einem Dampfer der Hapag-Reederei. Wann immer möglich reisten die beiden mit deutschen Schiffen. Ihren Urlaub verbrachten sie dann in Roquebrune-Cap-Martin in Südfrankreich. Beatrice blieb dann bei Verwandten in Deutschland. Er sollte für Ida und Isidor zurück in die USA gehen. Die Rückreise wurde dann auf einem brandneuen Schiff gebucht, die RMS Titanic.
Dafür reisten die beiden weiter nach Southampton, um dort an Bord zu gehen. Isidor buchte die Suite C5557, welche zu den absoluten Luxussuiten gehörte. Begleitet wurde das Paar vom Dienstboten John Farthing und Dienstmädchen Ellen Bird. Als das Schiff schlussendlich am 14. April um 23.40 Uhr mit einem Eisberg kollidierte, begab sich das Paar zum Rettungsboot Nummer 8 auf der Backbordseite. Und da hier im Gegensatz zur Steuerbordseite keine Männer einsteigen durften, hätte Ida allein gehen müssen. Isidor wurde auch angeboten, bei ihm eine Ausnahme zu machen, da er schon ein betagter Mann war, aber er lehnte ab. Und hier sprach Ida nun ihre berühmten Worte, die von mehreren Augenzeugen bestätigt wurden und jedes Herz erwärmen, aber auch erschüttern dürften. Please, Ida, get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Don't argue with me, Isidor. You know it does no good. Ida bestand noch darauf, dass ihr Dienstmädchen Ellen in das Boot stieg und übergab ihr noch ihren Pelzmantel mit den Worten, sie werde ihn nicht mehr benötigen. Ida und Isidor wurden später noch sitzend auf den Liegestühlen gesehen und danach auf dem Weg in die Kabine. James Cameron setzte den beiden noch ein Denkmal in seinem Film. Während die Kinder der beiden sich in den USA auf der Suche nach ihren Eltern machten, fand die McKay Bennett schließlich Isidors Leiche. Er trug immer noch seinen pelzgefütterten Mantel, ein weich gestreiftes Hemd unter der Weste, braune Stiefel und schwarze Seidensocken. Die Taschen waren gefüllt mit einem goldenen Federmäppchen, einem silbernen Fläschchen, Schmuck und etwas mehr als 44 Pfund in Noten und Münzen. Ida konnte nicht mehr geborgen werden. Heute erinnert ein Denkmal in New York City an die beiden. Der Titanic-Historiker Günther Bebler fasst zusammen: Isidor blieb auf der sinkenden Titanic, seine Moral verbot ihm, sich unter diesen Umständen in Sicherheit zu bringen. Deswegen trug er auch weiterhin seinen Mantel. Er hatte gar nicht erst vor, im kalten Wasser um sein Leben zu schwimmen. Und Bebler sagt auch, dass Ida und Isidor Strauß auf der Titanic landeten, hatte auch mit dem Entschluss der beiden zu tun, mehr reisen zu wollen. Hier muss man wissen, mehrere schwere, durch eine Arterienkrankheit ausgelöste Anfälle bei Ida lasteten schwer auf dem Herzen von Isidor und beiden graute es bei der Vorstellung, nach 40 Jahren auch nur einen Tag ohne den anderen auskommen zu müssen. Also gönnten sie sich ab etwa 1909 aus gesundheitlichen Gründen mehr Ruhe. Sie zogen sich ein Stück weit aus den Geschäften zurück und Isidor entschied, dass die beiden die Wintermonate in einem Hotel verbrachten, um Ida zu entlasten. Und sie bereisten die Welt. Dass sie diese Welt dann gemeinsam verlassen haben, brauche ich dementsprechend nicht mehr hinzuzufügen. Damit wären wir auch schon am Ende angelangt und ich hoffe, dass euch dieses Format gefällt. Das nächste Video folgt auch schon bald und bis dahin würde ich mich über eure Kommentare, Anmerkungen oder Wünsche freuen. Hinterlasst mir doch gerne ein Abo und bis dahin heißt es, alles Gute, euer Sonny.